Es ist soweit. Die ersten beiden Folgen von der neuesten Star Wars Serie Ahsoka sind auf Disney Plus erschienen und jetzt gibt es meine Folgen-Review/Besprechung von diesen beiden Folgen. Was fand ich gut, was fand ich schlecht? Gibt es irgendwelche coolen Easter Eggs oder Theorien, die ich für euch habe? Und all das zu den ersten beiden Folgen von Ahsoka gibt es in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Und ich kann jetzt schon sagen, dass Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Dave Filoni, der GOAT, der Greatest of All Time, ich finde, was Dave Filoni hier in den ersten beiden Folgen schon macht, ziemlich, ziemlich gut. Also ich finde, Dave Filoni hat das Star Wars-Feeling von den Originalfilmen, sogar von der Originaltrilogie, hier in Ahsoka im Serienformat ziemlich, ziemlich perfekt eingefangen. Wir haben so viel Vertrautes aus der Star Wars-Welt, was wir irgendwie so lange nicht mehr gesehen haben, dass es wieder gut tut, dass wir das überhaupt sehen. Wir haben Machtnutzer, wir haben Jedi, wir haben Sith, wir haben Lichtschwerter und es tut so gut, diese ganzen vertrauten Sachen hier in Star Wars wiederzusehen. In The Mandalorian hatten wir so ganz komisches Wirrwarr von verschiedenen Star Wars-Dingern mit Fokus auf den Mandalorianern und in Andor hatten wir gar nichts, was mit Star Wars überhaupt zu tun hat, was aber für die Serie sehr, sehr gut war. Aber jetzt haben wir in Ahsoka endlich wieder mal das gute, alte, vertraute Star Wars. Wie schon gerade eben gesagt, wir haben Lichtschwerter, Machtnutzer, die Macht generell. Wir haben eine Figur wie Ahsoka Tano als Hauptfigur und Ahsoka Tano ist ja wirklich ikonisch. Sie ist ein Fan-Favorite. Sie ist seit mehreren Jahren etabliert hier im Star Wars-Universum. Und ich finde es einfach nur genial, wie Dave Filoni dieses alte Gefühl von Clone Wars, von Rebels und ich würde sogar sagen, manche Aspekte von der Originaltrilogie hier perfekt in seiner neuesten Serie Ahsoka einfängt. Das heißt, einer der Pluspunkte dieser Serie für mich ist jetzt schon dieses Star Wars-Feeling, was ich seit einer langen, langen Zeit nicht mehr gespürt habe. Und ich finde es einfach geil, wie dieses Gefühl vom guten alten Star Wars jetzt in Ahsoka zurückkehrt. Zumindest für mich als Zuschauer. Alleine wie Folge 1 anfängt mit diesem roten Text, was natürlich eine Variation vom ikonischen Star Wars Prolog-Text ist, das finde ich ja schon cool. Also anstatt des gelben normalen Textes, was wir aus den ganzen originalen Filmen kennen, haben wir hier einen roten Text, der von unten nach oben sich hineinschleicht. Und das war so eine coole Überraschung, das kam aus dem Nix. Und das war auf jeden Fall eine kleine Sache, aber trotzdem hat mich das sehr, sehr glücklich gemacht. Legen wir direkt los mit den Figuren. Wie stehe ich zu den ganzen Figuren in diesen ersten beiden Folgen? Und da kann ich auf jeden Fall sagen, die Helden, also unsere Protagonisten, sind ganz solide. Also ich finde, Ahsoka Tano ist recht cool. Mich hat sie jetzt nicht krass überrascht. Es gab jetzt nicht irgendeine krasse Wendung, die Ahsoka für mich immer verändert. Ich glaube, das werden wir irgendwann noch bekommen in dieser Serie. Aber bisher ist Ahsoka kompetent, sie ist solide, sie ist sehr unterhaltsam. Ich finde, schauspielerisch ist Rosario Dawson ein bisschen flach. Also ich verstehe, dass sie Ahsoka Tano eher stoisch und emotionslos und sehr ruhig darstellen möchte, aber ich finde, ihr Schauspiel ist trotzdem etwas hölzern, etwas emotionslos halt und ich finde, das ist etwas, naja, nicht so ganz meins, aber das ist auf jeden Fall nicht das Schlimmste. Wir haben ja noch sechs ganze Folgen und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit Ahsoka als Figur ziemlich viel in dieser Serie passieren könnte. Dann haben wir auch noch Hera Syndulla und Sabine Wren. Und ich muss sagen, der Übergang von den beiden Figuren aus Animation, also aus Star Wars Rebels, jetzt in Live-Action, ist Dave Filoni recht gut gelungen. Auch hier, ich muss sagen, das Schauspiel von den beiden finde ich auch etwas emotionslos. Also ich finde, das Schauspiel ist nur bisschen emotionslos, bisschen kalt. Sabine insbesondere, sie hat ein paar coole Momente, wo ich mir denke, aha, das ist die Sabine aus Star Wars Rebels. Deswegen, manche Momente sind auf jeden Fall genauso wie damals. Und deswegen sage ich ja, dass der Übergang von Star Wars Rebels Animation in Ahsoka Live Action gut gelungen ist. Aber trotzdem ist das Schauspiel für mich, etwas emotionslos, etwas kalt. Aber wir haben ja noch sechs ganze Folgen vor uns. Also denke ich mal, dass da noch ziemlich viel Raum für Verbesserung offen ist. Ich muss auf jeden Fall noch sagen, Chopper, er existiert auf jeden Fall. Und ich finde, die Dynamik zwischen Hera und Chopper ist genau wie damals in Rebels. Also ich finde es so cool, wie die beiden dann in Folge 2 bei dieser Action-Sequenz auf Corellia, was auch sehr cool ist, by the way. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass diese Dynamik noch existiert zwischen den beiden. Dass die beiden sich die ganze Zeit einfach anmeckern und anschreien, obwohl gar nichts gerade überhaupt gut läuft. Und ich finde es einfach richtig cool zu sehen, wie man auch solche Charakterdynamiken von zum Beispiel Chopper und Hera von Rebels jetzt in Ahsoka übergetragen hat.
Die Helden sind also für mich ganz okay, aber was für mich viel interessanter ist, sind die Schurken. Denn das Beste, also mit Abstand das Beste an Ahsoka für mich, sind die Schurken. Wir haben Baylan Skoll, Shin Hati, den mysteriösen Inquisitor Marrok und Morgan Elsbeth. Und natürlich suchen sie alle bald nach Großadmiral Thrawn, der ein paar Mal erwähnt wurde. Ich glaube sogar seine Stimme hören wir ganz, ganz leise, ganz kurz in Folge 2, als Thrawn versucht mit Morgan Elsbeth zu kommunizieren über Raum und Zeit. Und ich finde, die Schurken sind einfach genial. Also auch der Anfang von Folge 1. Die Serie beginnt nicht mal mit Ahsoka, sie beginnt tatsächlich mit Baylan Skoll und Shin Hati. Das sind keine Jedi, das sind aber auch keine Sith. Und das ist ja das Interessante. Sie haben keine roten Lichtschwerter, sie haben orangene Lichtschwerter. Und Dave Filoni meinte vor ein paar Monaten bei der Star Wars Celebration, dass diese orangenen Lichtschwerter, diese Lichtschwertfarbe, ist definitiv mit Absicht. Das ist auf jeden Fall schon ein visuelles Anzeichen dafür, dass diese Charaktere, Baylan Skoll und Shin Hati, keine Jedi und keine Sith sind. Die sind irgendwo dazwischen und ihre Motivationen sind auch irgendwo dazwischen. Die interessanteste Figur bisher in der ganzen Serie für mich ist tatsächlich auch Baylan Skoll. Er wird gespielt vom Schauspieler Ray Stevenson, den wir vor einer nicht allzu langen Zeit tatsächlich verloren haben, deswegen auch Rest in Peace. Und falls ihr euch wundert, deswegen stand auch am Ende von Folge 1 For Our Friend Ray, denn das ist der Schauspieler von Baylan Skoll. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie das überhaupt gemacht haben, eine schöne, nette Geste, um ihn noch zu ehren. Und es ist halt wirklich schon schade, dass wir ihn verloren haben, aber ich sag's trotzdem, diese Performance ist genial. Also ich finde Baylan Skoll bei ihm, das Schauspiel von Ray Stevenson, das ist richtig, richtig gut. Das ist stoisch, das ist emotional, los, aber trotzdem noch mit genug Emotionen, dass ich ihm das als Schurke abkaufe. Also ich finde, Baylan Skoll ist eine so vielfältige Figur, auch ziemlich viele Schichten, finde ich, den wir erfahren. Er war wahrscheinlich früher ein Jedi und das ist halt richtig, richtig cool. Also Baylan Skoll hat auf jeden Fall eine ziemlich interessante Vergangenheit, die uns bestimmt noch enthüllt wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass Baylan Skoll irgendwas mit den Jedi früher zu tun hatte. Vielleicht war er ein Jedi-Jüngling oder ein Jedi-Padawan, der dann irgendwie den Weg abgebrochen ist und dann später zu diesem Jedi-Sith, was auch immer, geworden ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Oder auch das Ende von Folge 2 fand ich sehr interessant für seine Figur. Denn Morgan Elsbeth meint, glaube ich, dass Baylan Ahsoka töten soll. Aber dann sagt Baylan so etwas wie, dass es zu schade wäre, Ahsoka zu töten. Dass er gegenüber Ahsoka aus irgendwelchen Gründen sentimental ist. Und alleine diese Wortwahl, alleine diese ganzen Andeutungen müssen natürlich darauf hindeuten, dass Baylan Skoll irgendwas mit Ahsokas Vergangenheit zu tun hat. Er kannte vielleicht Anakin, er hatte vielleicht irgendwas mit Ahsoka als Jüngling zu tun, ich habe keine Ahnung. Ich bleibe auf jeden Fall sehr gespannt um diese Figur, aber auch um seine Schülerin Shin Hati. Denn aus den Trailern fand ich Shin Hati irgendwie sehr nervig. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl, wenn es um Shin Hati geht. Ne? I have a bad feeling about this. Aber ich finde, Shin Hati ist auch eine ziemlich interessante Figur. Alleine ihre Kleidung und diesen Droiden, den sie benutzt, in Folge 2 war das, glaube ich, hat mich Folge 1 war das sogar. Sorry, das hat mich auf jeden Fall extrem an Darth Maul erinnert in Episode 1 von Star Wars. Deswegen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole visuelle Anspielung. Wieder Star Wars Feeling, Dave Filoni, danke für alles. Und Shin Hati ist auch eine recht interessante Figur. Sie hat auch so einen Padawan-Zopf, was ich auch cool finde. Und vielleicht wusstet ihr es vielleicht nicht, die Namen von diesen Figuren haben auch eine Bedeutung. Denn Baylan Skoll und Shin Hati, achtet mal auf die Nachnamen. Skoll und Hati sind in der nordischen Mythologie zwei mythische Wölfe, die wortwörtlich der Sonne und dem Mond hinterherjagen. Ihr könnt gerne nachschauen, das ist auf jeden Fall genauso. Skoll und Hati, zwei Wölfe, die, ich glaube, für die ganze Ewigkeit in der nordischen Mythologie der Sonne und dem Mond hinterherrennen oder hinterherjagen. Und ich finde das auf jeden Fall cool, dass man dieses Detail überhaupt benutzt hat für diesen Namen. Ob das wirklich eine Bedeutung für Ahsoka hat, ich habe keine Ahnung. Aber auch Morgan Elsbeth ist eine so coole Schurkin. Wir kennen sie ja als die Magistratin von The Mandalorian Staffel 2. Dort taucht sie zum ersten Mal auf und dort hören wir auch zum ersten Mal über Großadmiral Thrawn im Mandoverse. Und jetzt taucht sie hier direkt in den ersten beiden Folgen auf und scheint einer der Hauptschurken oder einer der Hauptantagonisten von der Serie zu sein, was ich auch richtig, richtig cool finde. Wir erfahren auch in Folge 1 zum Beispiel, dass
Morgan Elsbeth eine Nachfahre ist von den Nachtschwestern von Dathomir. Ja, das sind die Nachtschwestern von Dathomir aus Star Wars The Clone Wars. Wie zum Beispiel Mutter Telsen. Diese ganzen Hexen mit der grünen Magie und in roten Kleidung, das sind die Nachtschwestern von Dathomir, die wir aus Clone Wars kennen. Die sind unter anderem dafür verantwortlich, dass Darth Maul zum Beispiel nach Episode 1 überlebt hat. Asai Ventress hatte viel mit denen zu tun in Clone Wars. Und jetzt erfahren wir, dass Morgan Elsbeth auch eine der Nachtschwestern von Dathomir ist. Oder zumindest einer der Nachfahren von diesen Nachtschwestern. Dann ist, was so verdammt cool ist. Also ich finde das so cool, dass man so ein kleines, aber trotzdem am Ende großes Easter Egg reingebaut hat. Das macht die Figur für mich viel spannender und noch viel gefährlicher. Und deswegen, da merkt man schon, dass Dave Filoni hier hintersteckt. Und Dave Filoni war ja auch der Mann hinter Rebels und Clone Wars. Und da macht es einfach Sinn, dass dieser Mann auch die Ahsoka-Serie hier übernimmt. Denn man merkt diese Kontinuität von Filoni, von allen seinen Serien. Und eins der Highlights für mich bisher in Ahsoka ist insbesondere in Folge 2 das Worldbuilding. Denn einerseits muss ich sagen, dass Ahsoka bisher sehr, sehr cooles Worldbuilding in Star Wars betreibt. Wir gehen auf manchen Planeten zu, die wir schon kennen, zum Beispiel Corellia. Corellia haben wir in The Bad Batch gesehen, aber auch am Anfang von Solo zum Beispiel, dort haben wir einen jungen Solo gesehen, auf Corellia, wie er ein bisschen Schabernack treibt. Das heißt, den Planeten kennen wir schon aus Han Solos Vergangenheit und auch, wie schon gesagt, aus Star Wars The Bad Batch. Aber diese Serie führt auch unfassbar viele neue Planeten ein. Dieser Planet mit den Ruinen von den Schwestern von Dathomir, ich glaube, der hieß irgendwie Arcana oder sowas, das ist ein ganz neuer Planet. Oder auch Sithos, dieser Planet, wo unsere Schurken dann später in Folge 2 landen, um die Sternenkarte zu öffnen. Und genau da wollte ich drauf hinaus, denn diese gesamte Sequenz mit dieser Sternkarte ist unfassbar cooles Worldbuilding und das ist genau mein Ding. Dann sehen wir zum Beispiel, wie Morgan Elsbeth mit Nachtschwestermagie diese Sternenkarte öffnet. Wir sehen so eine kleine grüne Flamme. Also wir erfahren, dass diese Karte einen Weg beschreibt von unserer bekannten Star Wars Galaxis in eine andere Galaxis. Es gibt einen Pfad, der hieß, glaube ich, Pfad von Peridia oder der Weg von Peridia. Und jetzt müssen unsere Schurken, also Baylan Skoll, Shin Hati und Marrok und auch Morgan Elsbeth versuchen, wahrscheinlich durch den Hyperraum über diesen Weg von Peridia in diese andere Galaxis einen Weg zu finden, denn dort versteckt sich Großadmiral Thrawn. Was genau dieser andere Galaxis ist, das kann auf jeden Fall noch keiner sagen. Das wird auf jeden Fall bestimmt in den nächsten Folgen erklärt. Ich denke trotzdem, dass es einfach ein anderes Wort ist für die unbekannten Regionen. Denn andere Galaxis klingt zwar cool, aber ich glaube, was Morgan Elsbeth meint, ist einfach ein Weg in die unbekannten Regionen, die Unknown Regions von Star Wars, die ja auch so verdammt cool sind und mit denen man auch so viel machen könnte. Und deswegen denke ich einfach, dass diese Sternkarte einen Weg zeigt von der bekannten Star Wars Galaxis, die wir jetzt in Ahsoka zum Beispiel gesehen haben, einen Weg zu finden in die unbekannten Regionen, in die unbekannte Galaxis. Und genau dort versteckt sich wahrscheinlich Großadmiral Thrawn. Und Folge 2 endet ja sogar damit, dass unsere Schurken einen Hyperraum-Antriebskern von Corellia klauen. Und dort sehen wir dann dieses riesige schiffartige Ding. Das wird auch Auge des Sion genannt, also Eye of Sion wird das, glaube ich, sogar in der Folge genannt. Und das ist wahrscheinlich das Transportmittel für unsere Schurken. Denn wir erfahren, dass für dieses Eye of Sion 9 verschiedene Hyperraum-Antriebskerne benötigt werden. Ich habe jetzt nicht genau geguckt und gezählt, wie viele Kerne schon da sind. Es wird auf jeden Fall gebaut und wahrscheinlich ist es auch bald fertig. Und mit diesem Schiff, nenne ich es mal, mit diesem Eye of Sion, kann Morgan Elsbeth wahrscheinlich mit der Sternkarte auch noch dazu den Weg zu Thrawn in den unbekannten Regionen finden. Denn wenn man schon in die unbekannten Regionen reist, kann man nicht einfach ein normales Schiff nehmen. Wahrscheinlich ist der Weg dahin fast unmöglich und deswegen braucht man auch so ein großes Schiff, so ein großes Transportmittel und dann merkt man schon, dass unsere Schurken jetzt schon unseren Helden mehreren Schritten voraus sind. Denn unsere Schurken haben die Sternkarte, sie haben ein Transportmittel, sie haben einen Plan, Ahsoka aufzuhalten, aber auch gleichzeitig Thrawn zu finden. Das heißt, unsere Schurken haben meiner Meinung nach zumindest jetzt schon die Oberhand und wir sind jetzt schon bei Folge 2. Das heißt, ich finde es einfach richtig cool, wie gefährlich unsere Schurken jetzt schon sind. Und da bin ich mal echt gespannt, wie unsere Rebellen, also Ahsoka, Sabine, Chopper, Hera, Hu Yang meinetwegen und wer auch immer noch dazukommen wird, wie diese ganzen Rebellen, wie diese ganzen Helden versuchen werden, unsere Schurken überhaupt zu stoppen.
Denn jetzt geht es auf jeden Fall Richtung Hyperraum, Richtung Thrawn in den unbekannten Regionen. Diese ganze Mythologie um den Hyperraum wird jetzt noch erweitert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Schurken, also Morgan Elsbeth zum Beispiel, einen Weg finden wird, mit diesem Schiff, mit dem Eye of Sion, alleine in den Hyperraum zu fliegen. Und ich glaube, unsere Helden haben das nicht. Wir haben keinen Eye of Sion. Und unsere Helden, wie Ahsoka zum Beispiel, werden wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um in den Hyperraum, in diese unbekannten Region zu gelangen. Und dort tauchen dann wahrscheinlich die Purgle auf. Denn die Purgle sind große Walartige Kreaturen im Star Wars Universum, die wir das erste Mal auch in Rebels gesehen haben. Und die Purgle sind Kreaturen im Universum von Star Wars, die selbstständig alleine durch den Hyperraum reisen können. Wir wissen, dass die Purgle in der Serie auftauchen. Sie sind im Trailer schon zu sehen, in Live-Action so ganz kurz, was richtig cool aussieht. Und die Purgle spielen ja eine große Rolle am Ende von Rebels, weil Thrawn und Ezra Bridger von genau diesen Kreaturen, von genau den Purgle, in den Hyperraum gekidnappt werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass unsere Schurken vielleicht Maschinen und Schiffe benutzen werden, um in den Hyperraum zu gelangen. Aber unsere Helden, also Ahsoka, Sabine, Hera und so weiter, die werden wahrscheinlich echte Purgle benutzen, wie in Rebels, um in den Hyperraum später zu gelangen, sodass man in den unbekannten Regionen, in dieser anderen Galaxis, Thrawn oder Ezra Bridger finden wird. Und warum ich das so sage, ganz einfach. Wir sehen überall in diesen beiden Folgen Bilder von Purgle abgebildet. Alleine hier in dieser Sequenz mit der Sternkarte sehen wir hier schon ein paar Bilder von diesen komischen Kreaturen. Und komm schon Leute, das sind Purgle, das sind Wale mit Tentakel hinten dran. Das ist nicht irgendeine Metapher oder irgendeine Theorie von mir. Das sind 100% Bilder von Purgle. Aber genug zum Hyperraum und Thrawn und meine Theorie, wie es da weitergehen wird. Ein paar andere Figuren, über die ich noch sprechen wollte. Einmal Hu Yang, der Typ aus Clone Wars, das war im Jedi-Tempel ein Professor, auch genannt Professor Hu Yang, der den Jedi beigebracht hat, wie man seine Lichtschwerter baut. Ihn jetzt in Live-Action zu sehen, finde ich sehr random, aber trotzdem recht cool. Er wird auch genau wie in Clone Wars gesprochen von David Tennant, aka Kilgrave aus Marvel's Jessica Jones oder auch Doctor Who. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass man auch David Tennant hier zurückgebracht hat als einen Live-Action Hu Yang. Ich finde es ein bisschen sehr random, dass er auf einmal gespawnt ist. Also ich habe keine Ahnung, wie Ahsoka an Hu Yang rangekommen ist oder woher sich Hu Yang und Sabine kennen. Denn es klang auf jeden Fall so, als würden sie sich schon seit einer langen Zeit kennen. Aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es die beiden sich jemals getroffen haben. Aber egal, Hu Yang ist auch noch dabei wie so ein NPC. Ist auf jeden Fall cool dabei zu haben. Und eine andere Figur, die auch einfach mal dabei ist, aber trotzdem ein cooles Cameo ist, ist dieser feine Herr hier. Das ist ein Mann mit dem Namen von Ryder Azadi. Und Ryder Azadi war eine Figur aus Star Wars Rebels, denn er war ein Gefangener auf dem Planeten Lothal, der mit Ezra Bridger ein paar Worte ausgetauscht hat über seine Vergangenheit, über seine Eltern, was damals zu Rebels Zeiten auf jeden Fall sehr wichtig war. Und Ryder Azadi wurde gesprochen von Schauspieler Clancy Brown. Und ratet mal, wer dieser feine Herr ist. Das ist Ryder Azadi, gespielt von Clancy Brown. Also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass man dieselben Stimmen auch hier wortwörtlich für die Serie benutzt in Live-Action. Wir sehen also hier Ryder Azadi aus Rebels mit demselben Schauspieler aus der Serie, jetzt aber in Live-Action. Und bevor hieraus ein stundenlanger Podcast raus wird, beende ich mal dieses Video mit einem kleinen Fazit. Denn ich muss ehrlich sagen, die ersten beiden Folgen von Ahsoka haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, visuell sieht das auf jeden Fall richtig cool aus. Die Story ist zwar etwas ruhig und langsam am Anfang, aber ich finde trotzdem, es ist ein ruhiger Start, aber trotzdem ein recht spannender Start. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 6 Wochen und 6 Folgen von Star Wars Ahsoka, denn wenn sie dieses Niveau halten können, wird Ahsoka auf jeden Fall ein absoluter Banger und Woche für Woche nehme ich euch auf jeden Fall mit für die neueste Folge von dieser Serie. Folge 1 von Ahsoka würde ich eine starke 8 von 10 geben und Folge 2 eine 7,5, war ungefähr genauso gut. Und insgesamt war das ein recht solider Serienauftakt für Ahsoka und ich bin auf jeden Fall hyped auf die kommenden Folgen. Und das wäre es mit meiner Meinung/Besprechung von den ersten beiden Folgen von Star Wars Ahsoka. Schreibt mir eure Meinungen, Ansichten, Theorien zu Ahsoka gerne jetzt und in die Kommentare. Das war's für dieses Mal. Macht's gut, euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal und ciao.